Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Café Traders. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Café Traders. In diesem Video möchte ich euch einen Überblick geben, was das Regelwerk dann angeht. Ich möchte jetzt nicht in jedes Detail einsteigen und abschließend gibt es dann noch ein kleines Fazit. Café Traders, ursprünglich bei der Spieleschmiede erschienen, eine deutsche Version bei Skelly Games, ursprünglich englische Version bei, ich glaube, Capstan Games war es, ist für 3 bis 5 Personen ausgelegt, gibt auch noch eine Zweier-Variante, dazu je nachdem am Ende noch ein paar Informationen, Spielzeit 2 Stunden, 2 Stunden ist hinterlegt, kann ein bisschen länger gehen, abhängig von der Personenanzahl, kann es dann durchaus an die 3 Stunden gehen, bei uns waren es immer so zwischen 2 und 3 Stunden. Und ja, Altersangabe ab 12 Jahre ist hinterlegt, also ein anspruchsvolles Spiel, Tendenz geht hier ganz klar Richtung Expertenspiel. Ja, der Handel rund um Kaffee und den Spielplan, den habe ich jetzt schon mal ausgelegt, der passt ja fast kaum drauf auf das Bild, das ist echt wirklich riesig. Also er braucht auch schon einen größeren Platz für das ganze Material bzw. für den Spielplan, der besteht aus vielen Elementen, wie man jetzt hier sieht und auf der Seite seht ihr, das ist das Spielertableau. Aber aufgrund dieses großen Spielertableaus lässt sich das Spiel wirklich sehr gut erklären und recht schnell erklären. So eine halbe Stunde müsst ihr rechnen, wenn ihr das erste Mal spielt, wenn das euch dann erklärt wird. Was ist das Besondere an dem Spiel? Ja, es geht um Kaffee, es geht um den Handel um Kaffee und da seht ihr auch schon mal die einzelnen Bereiche, wo letztendlich Plantagen gebaut werden können. Das heißt, Area Control steht hier natürlich im Vordergrund, um natürlich unterschiedlich viele Punkte zu generieren, um letztendlich mit Kaffee dann letztendlich auch zu handeln, um auf den einzelnen Leisten wie hier oder hier auf der Seite vorzurücken. Das heißt, Kaffeebars spielen natürlich auch eine große Rolle. Gebäude können gebaut werden. Auch da profitiert man vom Handel, kann unterschiedliche Aktionen dann fahren und das Spiel ist auf jeden Fall sehr variabel. Ihr spielt das Ganze über 3 Runden. Also man sagt erstes, zweites, drittes Jahr, wobei, wenn ihr die Anleitung bzw. die Übersicht seht, da heißt die 70er, dann 75 und dann 80. Das sollen praktisch die 3 Runden sein und die spielt ihr über die jeweils 6 Phasen. Das ist sehr gut angegeben. Dann kann man quasi das auch den Mitspielern gut erklären. Ihr seid im ersten Jahr, spielt quasi diesen Bereich dann durch, im zweiten Jahr auch nochmal diesen Bereich und im dritten Jahr auch nochmal diesen Bereich und wer dann letztendlich am meisten Punkte hat, der gewinnt, aber Punkte gibt es wirklich in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Wie angesprochen gibt es hier diese Anbaugebiete, Area Control durch, ja, durch die einzelnen Mehrheiten, die ihr hier bekommen könnt. Ihr bekommt Punkte für die einzelnen Gebäude, für Plantagen, die ihr dann baut. Ihr bekommt natürlich Punkte, was die einzelnen Tracks hier auf der Seite dann an geht. Ihr bekommt Punkte für die Milestones, die man hier hat, also Siegbedingungen, die ihr im Spielverlauf dann erreichen könnt. Ihr bekommt Punkte durch Aufträge, die man hier auf der Seite sieht. Ja, da die vernachlässige ich immer ein bisschen, aber da kann man richtig viele Punkte machen, die hier dann hinterlegt sind. Ihr bekommt Punkte durch die Kaffeebars, die dann hier hinterlegt sind. Das heißt, auch hier könnt ihr Marke dann einsetzen. Und letztendlich bekommt ihr Punkte auch für die gebauten Gebäude, wie ich ja vorhin schon angesprochen habe. Und letztendlich gibt es dann noch auf der Seite eine Markerleiste. Auch dafür gibt es Punkte. Das ist schon einiges in diesem Spiel, aber das ist sehr variabel und ihr müsst euch einfach ein bisschen am Anfang austoben und einfach mal testen, was denn euch anspricht, was die Punkte angeht, ein Gefühl bekommen. Das heißt, ihr merkt schon an der ersten Partie, eine Lernpartie kommt ihr auf keinen Fall vorbei. Und jetzt möchte ich euch, wie versprochen, einen kleinen Überblick geben über die einzelnen Phasen. Der eine oder andere ist vielleicht erschlagen, wenn man die ganzen Punkte hört, aber so schwer ist das wirklich nicht. Jeder hat auf seinem Tableau alles schön angegeben, was die einzelnen Phasen angeht. Man ist im ersten Jahr letztendlich, das wird hier unten dann durch den Marker dann angezeigt und man beginnt quasi mit seinen 3 Steinen, das wird hier alles hinterlegt und ich wähle jetzt mir quasi eine dieser Aktionen aus. Wir befinden uns hier nämlich in der Worker-Phase, das ist quasi in dieser Bereich und das machen praktisch alle Spieler dann reihum. Das heißt, 3 Marker habe ich, wird auch hier angegeben und ich setze auf eines dieser Felder. Bei diesem Feld, wo ich einen Esel bekomme, sind sogar 2 Felder. Weil was mache ich in diesem Spiel? Ich versuche natürlich Plantagen zu errichten, mit den Plantagen Kaffee zu gewinnen, mich da auch rein zu platzieren, um letztendlich meine Leiste dann auch vorzurücken. Mit diesen
Kaffee, mit diesen Bohnen handle ich letztendlich dann auch, erfülle Aufträge und ja, werde das eine oder andere natürlich auch an der Kaffeebar hier auf der Seite verkaufen. Das heißt, das Erste, was man machen kann, das ist durchaus eine Plantage zu bauen. Das heißt, ich nehme meine Einser Plättchen, ich hätte es auch von unten nehmen können, also immer von links nach rechts müsste das dann nehmen und setze ich jetzt das auf einen neuen Bereich, wo noch keine Plantage liegt, zahle ich quasi einen Arbeiter aus dem Vorrat. Und sonst kann ich das auch gar nicht machen. Am Anfang werden, wie gesagt, schon einzelne Bereiche mit Plantagen ausgestattet. Ich werde auch im Verlauf des Videos ein paar Bilder einblenden, dann seht ihr das auch. Aber zum Aufbau oder zum Zeigen habe ich es jetzt einfach mal weggelassen. Das heißt, die erste Möglichkeit, die ihr habt, ihr nehmt einfach ein Plättchen und baut es quasi in eine Plantage. Es geht ja um die Mehrheiten, ihr seht ja auch, was das Punktewert ist. Die weitere Möglichkeit ist es letztendlich, Arbeiter zu platzieren. Ein paar Arbeiter stehen ja quasi schon in den einzelnen Bereichen dann drin und die Arbeiter, die platziere ich dann quasi, und ich mache es jetzt auch kürzer, nicht im Detail, die platziert man dann quasi auf einzelne Plantagen. Hier muss man nur auf die Anzahl und auf die Farbe Acht geben. Warum mache ich das letztendlich? Ich setze ja Arbeiter ein, damit sie auch arbeiten letztendlich auf der Plantage, aber gleichzeitig möchte ich auch auf dieser Leiste vorankommen, und abhängig davon, wo ich dann letztendlich das dann ausführe, rücke ich auf der Leiste voran, weil diese Leiste hier auf der Seite, die bringt man noch weitere Boni-Punkte. Kaffee ist übrigens immer als Punkte hinterlegt, weitere Boni, die ich natürlich im Spielverlauf gewinnen will. Ihr müsst also aufpassen bzw. schauen, wo baut ihr eure Plantage, um letztendlich auf der jeweiligen Leiste vorzurücken. Ja, dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Das kostet mich gleich zwei Aktionssteine. Einen Esel habe ich am Anfang, aber hier habe ich zumindest die Möglichkeit, einen Esel zu bekommen. Und Esel sind wertvoll, weil je nachdem, wo ihr da nach oben fahrt, müsst ihr dann Esel ausgeben. Und hier kommt ihr natürlich auch an die tollen Plantagen ran. Und da benötigt ihr ein Esel, zwei Esel. Oder ihr nutzt sogar, je nachdem, mein Auto, um an die Zweier- und Dreier-Plantagen ranzukommen. Aber letztendlich auch auf dem Plan, je nachdem, wo ihr seid, könnt ihr natürlich hier ein Auto hinzugewinnen oder durch Gebäude. Also Esel könnt ihr hinzugewinnen, da könnt ihr quasi in höherer Region dann bauen. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier einzusetzen. Das heißt, hier bekommt ihr beispielsweise zwei Geld oder setzt quasi solche Katzen dann letztendlich dann ein. Und die legt ihr dann quasi hier auf den mittleren Bereich. Ich nenne es gern Katzen, weil es einfach süß gemacht ist. So, was kann man denn noch machen? Das waren praktisch die Optionen. Gar nicht mal so schwer, was man machen kann. Ihr nehmt es also von links nach rechts. Ihr habt hier einen Vorrat von drei Geld und hier einen Esel, den habt ihr am Anfang vor euch. Und ihr habt im Spielverlauf die Möglichkeit, hier Bonusressourcen oder Dinge zu nutzen, aber nur zwei von drei. Das heißt, ihr könnt eine vierte Aktion beispielsweise ausführen. Ich nenne es mal vierte. Wenn ihr zweimal auf Esel geht, dann habt ihr zwei Aktionen, aber ihr habt die Möglichkeit, einen weiteren Baustein zu nehmen oder hier eine weitere Figur zu nehmen für diese Phase, oder ihr nehmt diesen Stapel an drei Geld, weil Geld ist immer in diesem Spiel knapp, und zwei dieser drei Bereiche könnt ihr letztendlich dann nutzen. Dann kommt man letztendlich auch schon zur Worker-Phase. Das heißt, Arbeiter werden auf bestimmten Bereichen dann eingesetzt. Hier habe ich natürlich die Möglichkeit, beziehungsweise versuche meine Plantagen, je nachdem, noch mit Arbeiter zu befüllen. Weil kann ich das nicht, muss ich dann für jede Plantage, wo ein Arbeiter dann fehlt, letztendlich dann Geld investieren. Das passiert mir öfters insbesondere, dann zahle ich gern mal ein Geld, aber in der dritten Runde drei Geld zu bezahlen, das ist natürlich schon heftig, wenn man das letztendlich dann muss. Relativ schnell erledigt. Und damit kommen wir auch schon zur dritten Phase. Hier steht es ja auch, dritte Phase letztendlich. Und hier habt ihr auch mehrere Optionen. Das ist wirklich sehr gut am Spielplan hinterlegt. Und dann kann man auch das Spiel wirklich seinen Mitspielern dann erklären. Drei habe ich vor mir. Vielleicht habe ich sogar einen vierten, weil letztendlich kann ich ja zwei dieser drei Bereiche dann nutzen. Übrigens, dieses Feld ist bei mir meistens leer. Also ihr müsst auf Geld achten, aber auch hier auf die Arbeiter. Aber hier habe ich meine Trader und auch hier habe ich mehrere Möglichkeiten. Das ist Phase 3. Und die erste Möglichkeit ist quasi, ich setze in einem Bereich dann ein, hier unten zum Beispiel, hier sieht man es, in einem Bereich dann ein, weil hier letztendlich wird vielleicht Kaffee produziert und ich brauche natürlich auch Kaffee, um auf der Leiste vorzurücken. Ich habe mich vielleicht auch für dieses Gebiet entschieden, weil meine Aufträge natürlich vieles von diesem Boden benötigen. Also da muss man an viele Dinge dann denken. Ich muss aber zwei Geld bezahlen, wenn ich hier reinsitze, bekomme dafür aber so ein Plättchen, was ich hier dann ablege. Da bekomme
bekomme ich nachher noch einen Bonus-Kaffee, ist also gar nicht mal so schlecht. Und dann ist es folgendermaßen, die Mitspieler entscheiden sich letztendlich reihum, ob sie an zweiter, dritter, vierter oder fünfter Position sitzen wollen. Das Coole ist, der zweite kann sich natürlich hier auch reinplatzieren und der dritte spielt ja nur zu dritt, dann liegt hier quasi eine Münze. Der dritte Spieler letztendlich kann sich entscheiden, hier einzusetzen oder sagt, nee, ich möchte hier nicht rein, aber ich nehme mir die Münze, die hier hinterlegt ist. Das ist quasi dieser Bereich. Ihr könnt natürlich auch bauen, das kostet auch Geld. Ja, alles kostet hier Geld in dem Spiel, um ein Gebäude zu errichten. Das heißt, am Anfang, hier wird es übrigens auch abhängig von der Spielanzahl unterschiedlich eingestellt. Ihr habt also Startressourcen, aber ihr seht hier das Lager letztendlich. Das heißt, wenn ihr überall eine Ressource habt, dann entfällt es euch nicht weg. Das ist ganz gut. Baut ihr aber hier so ein Warenlager, dann könnt ihr quasi bis zu zwei Ressourcen haben. Ihr könnt es aber, und das ist auch toll gemacht, hier oben dann platzieren, um letztendlich dann auch hier weiter runter zu fahren. Ist also auch eine tolle Option, weil so geht euch quasi auch diese Ressource nicht verloren. Und letztendlich alles, was ihr hier an Boni dann bekommt, ist hier hinterlegt. Das heißt Kaffee. Ihr habt dann hier die Möglichkeit 3 zu 1 zu tauschen und am Schluss ist dann noch einen Punkt wert. Also Gebäude bauen kostet 2 Geld und dann haben auch die Mitspieler die Möglichkeit, ein Gebäude zu bauen. Sie zahlen dafür keine zwei Geld, aber sie müssen mir dann, weil ich ein Gebäude gebaut habe, eine Ressource dann letztendlich dann abgeben. Die dritte Möglichkeit, und das macht man meistens oft in der letzten Runde, das heißt, ich gebe wirklich eine Figur dann ab, letztendlich um Geld zu bekommen, um natürlich aber auch hier auf der Leiste voranzukommen und 2 Felder vorzufahren. Das ist quasi die dritte Phase. Dann kommt die vierte Phase. Ja, und da muss man dann schon schauen, weil letztendlich geht es natürlich hier um die einzelnen Bohnen, die man dann hat, die einzelnen Marker. Das heißt, man schaut sich die einzelnen Gebiete an und trägt praktisch die einzelnen Bohnen dann auf seiner Leiste dann ab. Wichtig, je nach Bereich, ist jetzt hier eine große Plantage, je nachdem blende ich auch im Verlauf des Videos da ein paar Bilder dann ein. Es ist eine große Plantage, wo man viele Ressourcen isst und sitze ich vielleicht hier alleine und bekomme hier vielleicht 10 Bohnen beispielsweise. Das ist nicht möglich. Das heißt, ihr könnt pro Gebiet immer nur maximal 5 bekommen. Das ist ganz wichtig und habt ihr hier praktisch mit allen euren Marken diese Linie erreicht, kriegt ihr auch nochmal einen weiteren Bonus. Je nachdem habe ich am Anfang ja nur einen 4 zu 1 Wechsel, das solltet ihr auch ziemlich schnell hochsetzen, um gut zu tauschen. Weil wenn ihr hier praktisch ein Gebäude baut, dann könnt ihr schon 3 zu 1 tauschen. Wenn ihr hier unten dann ankommt, 2 zu 1, dann kommt der Marker weg. Und hier natürlich zu tauschen, macht sehr viel Sinn. Weil, warum macht es sehr viel Sinn? Wir gehen ja dann über schon in die fünfte Phase und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann solche Contracts, also solche Aufträge erfüllen und ihr seht ja, was man hier benötigt. Achtet übrigens auf dieses Plättchen, was die Spieleranzahl angeht und achtet auch auf hier auf die Zahl, dass die gleich ist, abhängig von der Spieleranzahl. Das kann man auch gerne mal falsch spielen. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch alles korrekt ausgelegt für das Spiel zu dritt. Aber letztendlich habe ich die Möglichkeit, wenn ich dran bin und man beginnt hier rückwärts, das heißt nicht von der Startspielreihenfolge, ich glaube von rückwärts beginnt es dann, kann man einen Vertrag erfüllen, dann ist der nächste dann dran. Und je nachdem, was ich dann erfülle, bekomme ich hier noch einen Bonus, wo angezeigt ist, je nachdem bekomme ich einen Arbeiter, ich bekomme vielleicht einen Esel, ich kann vielleicht auf der Leiste voranrücken oder ich kann natürlich auch hier Bohnen dann letztendlich abgeben in der Kaffeebar und setze dann meine Marker, die ich dann hier habe, letztendlich auf einzelne Bereiche dann an, bekomme auch dann Geld, bekomme hier solche Marker. Diese Marker sind wichtig, weil letztendlich gehe ich dann hier auf der Leiste dann voran. Übrigens für jeden Auftrag, den ich erfülle, nehme ich mir dann auch so einen jeweiligen Marker und kann dann auch hier auf der Leiste voranrücken. Hier müsst ihr nur schauen, was das Farbenzusammenspiel dann angeht. Da schaut ihr je nachdem nochmal in der Anleitung, weil hier müsst ihr schauen, ja, möglichst unterschiedliche Farben wäre nicht schlecht, dann rückt ihr auf jeden Fall recht schnell hier voran. Aber ich habe auch hier die Möglichkeit, 2 Bohnen einzusetzen. Wenn ich nur eine Bohne einsetze, ja, dann endet sofort meine Phase hier in diesem Bereich. Wenn ich 2 einsetze, bin ich also nochmal dran, reihum, bis letztendlich auch hier in dieser Phase dann alle gepasst haben.
Ja, dann kommt diese Refresh-Phase, die sechste Phase. Das heißt, man geht die einzelnen Bereiche nochmal durch. Ganz wichtig, und das passiert mir insbesondere gerne, wenn ihr hier zu wenig Geld dann liegen habt, müsst ihr aus eurem Vorrat wieder hier drei Münzen platzieren. Ansonsten verliert ihr jeweils drei Minuspunkte. Und das wird gerne vergessen. Es wird also nicht aufgefüllt, sondern ihr müsst dafür sorgen, dass ihr genügend Geld habt. Deswegen gebe ich meistens noch einige Bohnen dann letztendlich ab, um hier mir letztendlich dann Geld zu holen. Aber auch hier ist es wichtig, weil hier auf diesen einzelnen Leisten gibt es ja natürlich auch Mehrheiten, beziehungsweise einen Bonus hier unten. Ja, das ist schon einiges. Also Refresh-Phase, geht ihr die einzelnen Bereiche dann durch. Schaut dann auch letztendlich eure Lagerkapazität dann hier dann an, bekommt je nachdem, wenn ihr Plättchen habt, noch einen Bonus. Und das war quasi auch die ganze Schnellerklärung, was die einzelnen Phasen dann angeht. Dem einen oder anderen habe ich es vielleicht jetzt ein bisschen zu schnell erklärt, aber es soll ein Überblick sein. Und ich glaube und ich hoffe, ihr könnt es aber gerne in den Kommentaren hinterlegen. Jetzt habt ihr auf jeden Fall einen Überblick bekommen und wisst je nachdem, ob das Spiel was für euch ist. Und damit bin ich ja quasi schon ja, beim Fazit des Spiels von Coffee Traders. Ein Spiel in einer großen Box, sehr viel Material dann hinterlegt. Und sehr viele Optionen. Das heißt, Punkte kann ich in allen möglichen Bereichen machen. Und ihr habt es ja gesehen, hier auf dem Spielplan gibt es etliche Möglichkeiten. Und man kann letztendlich nicht überall mitmischen. Man muss natürlich schauen, letztendlich, was die Mehrheiten dann angeht. Das macht schon einiges aus, wenn man das jetzt hier sieht. 16 Punkte, 8 Punkte, 4 Punkte. Übrigens, achte darauf, in Dreierpartie bekommt der Dritte keine Punkte. Letztendlich nur letztendlich die ersten beiden Punkten. Auch bei Gleichstand müsst ihr darauf achten, dass wird nämlich auch gerne falsch gespielt. Aber das sind schon einige Punkte, da kann man schon locker 40 Punkte dann machen, je nachdem, wo man dann platziert. Also Option, was die Punkte angeht, auf jeden Fall vorhanden. Und was diese Phasen angeht, wirklich ein Spiel, was man anhand dieses Tableaus seinen Mitspielern sehr gut erklären kann. Und ich muss ehrlich sagen, wo ich von dem Spiel gehört habe, gelesen habe, da habe ich es mir sogar noch komplexer vorgestellt. Und so komplex finde ich es jetzt nicht einmal. Weil aufgrund dieser Symbolik, die hier hinterlegt ist auf dem Spielplan und auf meinem Spielertableau, ist es wirklich sehr eingängig und ist mir sehr schnell drin in diesem Spiel. Weil immer, was ich bekomme, was für Möglichkeiten ich anhabe, ist auf dem Spielertableau dann hinterlegt. Man braucht also nicht noch so eine Übersichtskarte, wo dann noch mal draufsteht, was die einzelnen Phasen dann angeht, weil es ist alles auf dem Spielplan dann hinterlegt. Wie ihr dann letztendlich dann spielt, das bleibt natürlich euch überlassen. Und erschlagen werdet ihr eher aufgrund der vielen Optionen. Ihr wisst gar nicht, wo ihr denn am besten Punkte machen könnt. Und die kritische Phase, wenn es um diese lange Spielzeit geht, die ist quasi wirklich in diesem Bereich Übergang in die fünfte Phase. Weil letztendlich habt ihr so viele Ressourcen, je nachdem bekommen, oder habt vielleicht noch Boni-Ressourcen, wo ihr dann hier habt, wo ihr beliebig dann nutzen könnt. Ihr habt dann hier noch je nachdem ein Tauschverhältnis. Und dann ist die Überlegung, was macht ihr, welche Aufträge erfüllt ihr, um hier noch einen Bonus zu bekommen, der euch vielleicht in der nächsten Runde dann nutzt, oder baut ihr und oder, muss man sagen, und letztendlich gebt ihr dann Bohnen ab, um auf der Kaffeebar dann hier letztendlich dann einzusteigen, weil hier gibt es ja auch nochmal Punkte. Und dann müsst ihr natürlich schauen, hier wollt ihr natürlich auch in den einzelnen Bereichen dann vorankommen, weil das gibt natürlich auch ganz schön viele Punkte und je nachdem einen Boni, in welchen Bereichen dann ihr landet. Also Option ohne Ende und dadurch wird das Spiel natürlich anspruchsvoller. Was das Regelwerk angeht, seid ihr relativ schnell drin, so eine Erklärung, halbe Stunde, aber dann solltet ihr auf jeden Fall in diesem Spiel dann drin sein. Ja, 3 bis 5 Personen ist angegeben. Ich gebe ehrlich zu zweit haben wir es noch nicht gespielt. Je nachdem liefere ich das mal schauen im weiteren Video zum späteren Zeitpunkt nochmal nach, was auch die Spieleranzahl dann angeht. Wir haben es letztendlich erst ab 3 Personen gespielt. 3 bis 5 Personen ist ja angegeben und abhängig von der Spieleranzahl steigt natürlich auch die Spielzeit deutlich an. Also 2 Stunden ist angegeben. Wenn ihr zu dritt spielt und habt es schon einmal gespielt, dann spielt ihr 2 Stunden. So ist es bei uns. Dann passt es. Ich bin ja eigentlich ein Grübler, wir haben wenig Grübler auf dem Tisch, am Tisch sitzen, aber letztendlich bei den einzelnen Phasen braucht ihr dann doch ein bisschen länger, aber 2 bis 3 Stunden, das passt aus meiner Sicht auf jeden Fall. 3 bis 5 Personen ist offiziell angegeben, aber wie gesagt mit einer Zweier-Variante. Mal schauen, zu einem späteren Zeitpunkt oder vielleicht durch die Kommentare, müssen wir einfach mal schauen, gibt es dann noch zum späteren Zeitpunkt ein paar Informationen. Ansonsten ab 12 Jahre angegeben, spricht natürlich für ein Kennerspiel, Tendenz Richtung Expertenspiel, ja,
wenn man die Zeit rechnet und die Möglichkeiten, die man jetzt hat und auch die Punkte, die man natürlich hier dann letztendlich auf seinem Punkteblock dann abtragt, das sind schon sehr viele Möglichkeiten und deswegen geht das Spiel ganz klar Richtung Expertenspiel. Ich war ein bisschen zurückhaltend, was das Spiel dann angeht. Bekannte von mir haben es auch damals unterstützt und da habe ich jetzt auch die Möglichkeiten genutzt, letztendlich Partien zu spielen und ich war positiv überrascht. Ich war ein bisschen zurückhaltend, ich habe gedacht, ich weiß nicht, so viele Optionen, so viele Möglichkeiten, das ist ja eher erschlagend und ich muss wirklich sagen, so erschlagend fand ich das Ganze nicht. Man braucht eine Partie, um reinzukommen, wobei nach 30, 40 Minuten, wenn man mal ein Jahr dann durchgespielt hat oder ein Bereich, 70er Jahre spielt man ja quasi und einmal den Rutsch dann durchgemacht hat, dann sitzt das und dann weiß man auch die Option, die man dann hat, weil vieles ist auf der Symbolik dank dem Spielplan dann super hinterlegt. Das Einzige, wo ein bisschen schwierig ist, das ist dieser Bereich, diese Option, die ich hier habe, das unterschätzt man sehr gerne. Der Gebäudebau wird auch unterschätzt, weil das sind richtig viele Punkte, die man machen kann. Am Anfang spielt man gerne auf diesem Bereich, weil da weiß man, was man bekommt, was man geliefert bekommt. Aber letztendlich bekommt ihr über die Aufträge sehr viele Punkte. Die habe ich gerne in meiner ersten Partie unterschätzt, aber das solltet ihr auf jeden Fall darauf achten. Also aus meiner Sicht eine Empfehlung, wie gesagt eine deutsche Version bei Skelle Games und mal schauen, was es in Zukunft vielleicht durch Kommentar oder durch ein weiteres Video schauen wir einfach mal noch an Ergänzungen gibt. Das war auch alle Informationen zu Coffee Traders. Wer es schon gespielt hat, der darf es natürlich gerne in die Kommentare hinterlegen. Ich wollte mich ein bisschen kurz fassen. Ich hoffe, das ist mir jetzt auch gelungen. Es soll eher ein kleiner Überblick sein über das Spiel. Und ich hoffe, ihr wisst Bescheid, ob das je nachdem ein Spiel auch für euch ist. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.